15. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ein Straffall wie der folgende passiert nicht alle Tage. Ein junger, erfolgreicher Ingenieur wird kommissarischer Betriebsdirektor. Man setzt hohe, sehr hohe Erwartungen in ihn. Die Gretchenfrage des Betriebes ist die Qualität des Produkts. Heinz Kühl, so heißt der neue Mann, weiß, dass sein Vorgänger daran gescheitert ist. Aber auch unter seiner Leitung gelingt der erwartete Durchbruch nicht. Kühl steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Und er entscheidet sich. Kommst du mit ins Wasser? Keine Lust. Du darfst nicht zu viel grübeln, mein Schatz. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich habe einfach Angst. Du rechnest also ernsthaft mit einer Kontrolle? Sie kann jeden Tag kommen, das weißt du genauso gut wie ich. Nun gut. Ab sofort wirst du die richtigen Werte eintragen. Und zwar schon für die letzten 4 Wochen. Für die letzten 4 Wochen auch? Es ist der einzige Weg, der uns bleibt. Wir schaffen es. Verlass dich auf mich. Wenn endlich alles vorbei wäre und wir leben könnten wie andere Leute. Das würde nicht unbedingt mein Ehrgeiz sein. Ein bisschen ruhiger würde ich schon leben wollen. Ich kann niemandem mehr in die Augen sehen, wenn er mich nach meiner Arbeit fragt. Ich verstehe nicht, dass du so ruhig sein kannst. Hab ich die Laborbücher falsch geführt oder du als TKO-Leiterin? Entschuldige. Es war nicht so gemeint. Kann ich dazu auch nicht sagen. Du weißt es also seit 4 Wochen. So ist es. Warum hast du nicht früher gesprochen? Weil ich Gewissheit haben wollte, dass es sich wirklich um einen ernsthaften Qualitätseinbruch handelt. Und nun bist du sicher? Tja, leider muss ich wohl sagen. Und du bist dir auch sicher, dass der Einbruch nicht abzuwenden gewesen wäre, wenn du früher allen gesagt hättest, was los ist? Nach Jahren der Fluktuation, auch in der Leitung, brauchte dieser Betrieb nicht nur einen neuen Werkleiter, sondern vor allem Erfolg. Mit dieser Aufgabe bin ich hier eingesetzt worden. Das hat doch niemand bestritten. Haben wir die Qualität in den Griff bekommen oder nicht? Ein Jahr lang ist keine Sondergenehmigung für den Absatz nicht TGL-gerechter Produktion mehr nötig gewesen. Nun dies. Gut, ich habe mich geirrt. Unsere Produktion war nicht so stabil, wie ich dachte, aber kann man sich nicht irren? Hast du dich nicht auch schon geirrt? Weiß die Kombinatsleitung Bescheid? Ich wollte erst mit dir als Parteisekretär bereden, was zu tun ist. Vor der Kombinatsleitung sollten wir einen gemeinsamen Standpunkt vertreten. Nein, bleiben Sie bitte, Kollegin Bergmann. Mich interessiert auch Ihre Meinung.
Sie mussten doch die Sondergenehmigung beantragen. Ich verstehe, dass das nicht angenehm für Sie war. Ja, natürlich. Die Sondergenehmigung ist auf meine Veranlassung hin nicht beantragt worden. Bist denn du dazu befugt? Streng genommen natürlich nicht. Aber du weißt, welchen Staub Sondergenehmigungen aufwirbeln. Berichte, Analysen an die Kombinatsleitung, Kommissionen. Ich wollte es uns ersparen, das haben wir doch alles hinter uns. Wie erklären Sie sich den plötzlichen Qualitätseinbruch, nachdem es ein Jahr lang keinen gab? Ich kann mir es auch nicht erklären. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Kann ich jetzt gehen? Ja, gut. Ich lasse mich dann im Labor mal sehen. Wir werden das Parteiaktiv einberufen. Es ist doch in deinem Sinne, alle Kräfte auf die Qualitätsfrage zu konzentrieren. Und wir wollen sagen, was los ist. Natürlich. Und die Werkleitung legt einen Maßnahmenplan vor. Sie erklärt, wieso es ihrer Meinung nach zu diesem Einbruch kommen konnte. Was nützen sonst alle Maßnahmenpläne? Ich habe gelernt, dass man nach vorne orientieren muss. Es geht doch zuerst einmal um die Antwort auf die Frage, warum ein Jahr lang gute Qualität und plötzlich schlechte? Was haben wir versäumt? Wer hat was vernachlässigt? Wo sind die schwachen Glieder in der Kette? So jedenfalls sehe ich das. Und vor lauter Diskutieren geht es keinen Schritt weiter. Du willst doch das Kollektiv mobilisieren. Oder sehe ich das falsch? Wer mobilisieren will, der muss informieren. Und ausgerechnet heute willst du die 50.000. Tonne verabschieden. Soll ich es abblasen? Das geht dir wohl jetzt nicht mehr. Aber mach's wenigstens dezent. Einverstanden. Viel wichtiger ist, den ganzen Betrieb noch einmal Schritt für Schritt zu durchforschen. Den ganzen Produktionsprozess zu analysieren. Aber das ist ja wohl kein Thema für eine Festrede. Ja, mehr gibt's im Moment wohl nicht zu bereden. Bis Nachmittag. Ich muss mit dir reden. Waltraud, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Das also war dein berühmter Plan. Du willst deinen Qualitätseinbruch von 4 Wochen eingestehen, um den Dauernden aus der Welt zu schaffen. Und das Spiel mit falschen Karten geht weiter. Ich mache aber nicht mehr mit. Ich schreibe keinen einzigen falschen Wert mehr in die Laborbücher. Du wirst nie wieder in diese Lage kommen. Ich schwör's dir. Dein Plan kann nicht aufgehen. Sowas, das löst man nicht mit einer Hauruck-Aktion. Es ist keine Hauruck-Aktion. Nenn es, wie du willst. Ich will raus aus der Sache. Weiter nichts. Ich bring dich anständig raus. So hast du mich immer rumgekriegt. Du erpresst mich. Ich möchte wissen, wer hier wen erpresst. Ich liebe dich. Das habe ich dir oft genug gesagt. Bring die Geschichte aus der Welt und zwischen uns ist alles in Ordnung. Du kannst mich da jetzt nicht im Stich lassen. Obig war ganz schön prinzipiell. Hast du was anderes erwartet? Ich dachte, jeden Moment könntest du die Nerven verlieren. Ich war nah dran. Es wäre besser gewesen, wir hätten die Wahrheit gesagt. Das hätte uns beide Kopf und Kragen gekostet. Haben wir es nicht verdient.
Du redest, als hätten wir Falschgeld gemacht. Wo liegt eigentlich der Unterschied? Du weißt doch selbst am besten, wie es den Betrieb als Ganzem genutzt hat. Entschuldigung. Guten Tag. Also, wir sind uns einig. Alles wie besprochen und bitte die Sondergenehmigung beantragen. Für welche Menge? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich rufe an. Also dann, frohes Schaffen. Und die 50.000. Tonne schicken wir auf die Reise nach Neudorf, dem größten unserer drei Abnehmerbetriebe, die aus unserem Konzentrat hochwertiges Futter für unsere sozialistische Landwirtschaft herstellen. Der Werkdirektor, Genosse Gronau, der in unserem Betrieb zu tun hat, hat es sich nicht nehmen lassen, an unserer kleinen Feier teilzunehmen. Ich darf ihm symbolisch eine Probe überreichen. Wir haben zusammen gute und weniger gute Tage gehabt. Aber seit einem Jahr haben wir endlich auch die Qualität in den Griff bekommen. Unser Betrieb zählt heute nicht mehr zu den Sorgenkindern des Kombinats. Schreib auf, wir sind keine Sorgenkinder. Jeder von euch hat gespürt. Wird gemacht. Was es ihm persönlich nützt. Von der Zeitung? Wir haben Jahresendpläne getan. Seid doch mal ruhig. Ich will hören, was mein Chef sagt. Modernisiert. Und bald werden wir auch unser Ferienobjekt übergeben. Natürlich läuft noch nicht alles so, wie wir es uns wünschen, aber wir werden es schaffen. In diesem Sinne, für unseren Jubiläumszug, freie Fahrt! Na, Alter, die Worte sind genug gewechselt. Jetzt gehen wir uns mal was essen. Eigentlich bin ich gekommen, um mit dir zu reden. Ja, ich weiß, aber hier ist ja wohl nicht der richtige Ort dafür. Mach's gut. Und bring die Blumen halt nach Hause. Mach's gut. Was Wichtiges? Dem Fernschreiber kommt doch immer was Wichtiges. Alte Spottdrossel. Sagtest du was? Ja, gib's rüber, wenn alles durch ist. Ja, einen Moment. Übrigens, vergiss die Anzeigen für morgen nicht. 5-mal Heirat, die übliche Größe, dann 2 Todesannoncen, 2-mal Kaufe Trabant und eine Katze entlaufen. Nehmen wir mit rein. Aufmachung wird Sigis Bericht. Der muss jeden Moment mit den Fotos kommen. Schick ihn gleich zu mir. Na? Alles Wichtige ist drin und richtig gesehen. Gesehen habe ich weiter nichts als den Jubelwagen. Gehört nichts weiter als die Rede und verhaltenen Beifall. Du hast wichtige Zusammenhänge hergestellt. Ja, und du glaubst, dass das die Leser interessiert? Sind doch Phrasen, nichts Neues. Ich will, dass die Leser lesen und begreifen. Was du willst, nützt mir nichts und den Lesern auch nicht, wenn du mit deiner Arbeit unzufrieden bist. Hättest du was Besseres schreiben müssen, wenn du was Besseres weißt. Ja, wie aus einem schlechten Betrieb in Jahresfrist ein guter wurde. Wie sie das gemacht haben. Gegen welche Widerstände, mit welchen Leitungsmethoden. Das sind für mich echte Zusammenhänge. Von mir aus, mach eine Serie von dem, was dir so vorschwebt. Soll das ein Auftrag sein? Mach eine kleine Konzeption, wenn du die Dinge übersiehst. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Na, da staune ich aber. Und jetzt spiegle deinen Beitrag ein, die Seite muss weg. Und vergiss das Foto nicht. Kühl sieht sich gerne in der Zeitung. Welches nehmen wir denn? Na, das hier. Kennst du ihn eigentlich? Fest steht, dass er den Betrieb nach oben gebracht hat, nachdem sich andere vor ihm vergeblich bemüht haben. Er hat eine tüchtige Schau abgezogen heute. Mir war es ein Zacken zu theatralisch. Aber wenn aus deiner Serie was werden soll, dann musst du mit ihm können.
Sonst sehe ich kein Land. Ich fürchte, da werden wir kein Paar, junger Mann. Ich verstehe nicht. Wir haben da im Moment ein paar Schwierigkeiten. Das wäre doch interessant. Denken Sie. Die Sache ist komplizierter. Sie lässt sich auch mit ein paar Worten nicht erklären. Warten Sie ein, zwei Monate, dann sieht die Welt wieder anders aus. Also wenn die Welt hier wieder heil ist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich kann man über manches schreiben, aber... Aber bitte nicht über die Hauptsache, wenn ich richtig verstanden habe. Im Moment nicht. Das halte ich für unzweckmäßig. Ich bezweifle, ob das richtig ist. Für diesen Betrieb bin ich verantwortlich. Und auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Und unsere Probleme können wir jetzt nicht auf den Markt tragen. Sie haben nicht ein einziges genannt. Unser Gespräch bekommt eine Note, die mir nicht gefällt. Verstehen Sie, Sie sollen von mir jede Unterstützung haben. Sagen wir in ein, zwei Monaten. Sagen wir ab sofort. Und wir beginnen mit der Veröffentlichung, wenn wir beide den Zeitpunkt für richtig halten. Falls Sie mich noch brauchen sollten, Sie wissen, wo Sie mich finden können. Entschuldigung. Zum Parteisekretär. Ich bin's nicht. Schade. Du fährst morgen? Übermorgen, die Bungalows einweihen. Feuchtfröhlich, weiß? Mir ist nicht so sehr danach. Ist Gruner auch da? Ich hoffe es. Ja. Guten Appetit. Danke. Oh, sieht aber gut aus. Ich hoffe auch der Kap-Vorsitzende. Ohne die Kap hätten wir keinen Platz an der See. Und die Kap kriegt dafür von uns das für die Futterherstellung unbrauchbare Zeug als Dünger. Eine Hand wäscht die andere. Mhm. Dein Standpunkt. Mir gefällt er nicht. Ich weiß. Und was macht ein Betrieb, der nichts bieten kann? Den gibt es nicht. Man muss nur Ideen haben. Also wer am meisten bietet, bekommt auch am meisten. Ist das etwa ungerecht? Ich finde ja. Ich finde nicht. Jedenfalls regeln sich auf diese Art und Weise viele Dinge ziemlich unbürokratisch. Du meinst ungesetzlich? Das tut keinem weh. Doch. Der Allgemeinheit. Das ist mir zu allgemein. Wenn einer mehr nimmt, für sich mehr nimmt, als ihm zusteht, ist das Diebstahl. Wenn er es für den Betrieb tut, ist das nichts anderes. Ich finde sogar, das ist schlimmer. Dramatisier nicht. Mahlzeit. Mahlzeit. Sieh mal. Von der Zeitung. Der in der Lederjacke. Will über den Betrieb schreiben. Mal anders analysieren und so. Denkst du, der weiß, was los ist? Oder ob er geschickt ist? Ach wo. Ich habe ihm auch nichts Konkretes gesagt. Nur, dass es mir momentan nicht in den Streifen passt. Aber ihm vielleicht? Eben. Der Bursche ist hartnäckig. Vielleicht ahnt er was. Solche Leute. Das gehört zum Beruf, an der Sache dran zu bleiben. Ich konnte ihn auch nicht rauswerfen. Er wäre zu Bühnenfranz gegangen. Du hast ihm wahrscheinlich erst richtig den Mund wässrig gemacht. Mag sein. Aber noch bin ich hier der Chef. Noch. Hab ich ein Glück heute. Und ich keine Zeit.
Wiedersehen. Wenn ich nur wüsste, wann. Dreimal dürfen Sie raten. Verzeihung, ich wollte Ihnen nur sagen, der Parteisekretär hat mich zu einem Gespräch eingeladen. Ich schätze, danach komme ich besser zurecht. Übrigens, das ist unsere Laborchefin und Leiterin der Gütekontrolle, Kollegin Bergmann. Angenehm, Böhm. Da kann ich die Gelegenheit ja gleich beim Schopfe packen und um eine Audienz bitten. Haben Sie das nicht schon bei Isolde getan? Ich bitte Sie, wer wird denn den Dienstweg verlassen? Aber Sie rufen vorher an. Selbstverständlich. 9-1. Geht in Ordnung. Na? Zeig mal. Jetzt misse ich unsere silbernen Hochzeit. Suche Wochenendgrundstück in Wassernähe. Gebe Trabant in Zahlung. Sag mal, wie findest du das? Junger, erfolgsgewohnter Werkleiter? Reich an Erfahrungen, Publicity zu machen? Sucht infolge plötzlicher Schwierigkeiten? Abschirmung gegen alles, was Zeitung heißt. Nur ernst gemeinte Angebote an Heinz Kühl. Auf Wunsch vertrauliche Behandlung. Also abgeblitzt. Da scheint momentan eine Menge nicht zu klappen in seinem Laden. Da passt ihm natürlich meine Absicht nicht in Kram. Aber der schüttelt mich nicht ab, sage ich dir. Bisher verging noch keine Woche, dass wir nicht irgendwas Lobenswertes aus seinem Betrieb in der Zeitung gehabt hätten. Na, mir hat der Parteisekretär so einiges angedeutet. Die müssen den ganz schön in den Mangel genommen haben, den Genossen Kühl. Guck an! Aber genaues weiß ich noch nicht. Und von ihm werde ich es wohl kaum erfahren. Aber der Parteisekretär, der ist in Ordnung. Tachchen. Tachchen. Eine Kälte ist das Tachchen. In diesem Sommer. Sieht man dich auch mal wieder? Tja. Na? Wie war's mit deinem Betrieb? Ich glaube, da wird mehr draus, als ich dachte. Ich bin fertig, Frau Bergmann. Sie können die Werte eintragen. Ach, wissen Sie, Isolde, machen Sie es doch gleich selbst. Ich schaue mir es dann nachher an. Aber Sie haben seit Monaten die Werte immer selber eingetragen. Na und, haben Sie es verlernt? Nee, das nicht. Ich wundere mich nur. Man wundert sich manchmal. Das stimmt. Wie meinen Sie denn das mit dem Wundern? Ach, nur so. Los? Es geht mich ja eigentlich nichts an, aber Sie sind so gereizt in letzter Zeit. Alle haben es bemerkt, vermuten dies und jenes. Und was vermutet man? Das möchte ich nicht sagen. Wenn die Leute darauf anspielen, dass ich mit dem Chef näher bekannt bin, also... Ja, man sagt, da müssen Sie doch eigentlich glücklich sein. Naja, was sich die Leute so für Gedanken machen. Ne? Ich hab's ja nur gut gemeint. Sie müssen sich doch nicht entschuldigen, Isolde. Na, Hanf, geht der Ofen 3 wieder planmäßig in Betrieb? Na, bis Samstag wird nichts werden. Ausfall in den Baubrigaden, da kann man nichts machen. Was heißt, da kann man nichts machen? Man kann alles machen. Ich habe mit dem Direktor gesprochen, persönlich. Mit dem Direktor? Mann, mit den Ofenmauern musst du reden, und zwar so. Muss ich das dir als Leiter der Reparaturabteilung erst erklären? Zielbrennen, ja, haben wir uns verstanden. Na, wir schon. Ob's der Hauptbuchhalter auch versteht? Das lass mal meine Sorge sein. Gequalmt haben sie züchtig. Tja, aber nicht die Köpfe. Weiß Gott nicht. Da denkst du, da widerspricht dir mal einer. Sagt, da haben sie sich geirrt. Das muss anders entschieden werden. Da haben sie einen Fehler gemacht. Nichts. Hab ich denn an der Uni zu hören bekommen, wie man unser Zeug herstellt? Ich würde meine Leitung nicht sehr schlecht machen. Sie ist so gut, wie du sie führst. Das stimmt immer. Eben. Der Maßnahmeplan, den du eben vorgelegt hast, ist doch allein auf deinem Mist gewachsen, oder? Im Prinzip ja. Wenn du damit vor das Parteiaktiv kommst, dann pfeifen sie dich aus. Sollen Sie mich auspfeifen? Ich habe nichts anderes zu sagen. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Wenn wir ein Jahr lang gute Qualität produzieren und plötzlich schlechte, da fragt sich doch jedes Kind, wieso. Also muss man die Frage exakt beantworten. Und wenn das nicht möglich ist in der Kürze der Zeit, dann muss man wenigstens die Richtung angeben, in der es losgeht. Wir hatten sehr unterschiedliche Rohstofflieferungen in den letzten Wochen. Die haben wir doch immer. Dann der viele Regen, du weißt, das ist das reinste Gift und. Das Lagerhaus steht noch nicht. Wenn unsere Betriebshandwerker Bungalows bauen, hast du natürlich niemanden für das Lagerhaus, das ist klar. Hätten wir keine Bungalows bauen sollen. Alles zu seiner Zeit? Ja, denkst du denn, du findest in 10 Jahren an der Ostsee noch einen einzigen Fleck, wo du was hinstellen kannst? Wir haben zugegriffen, weil sich eine günstige Gelegenheit ergab. Dann jammere nicht, dass du kein Lagerhaus hast und das Zeug nass wird. Und nasses Zeug schlechtere Qualität bringt. Wir können es doch nicht alle an der Ostsee in die Sonne legen und hier regnet es uns rein. Und vor dem Parteiaktiv, da kannst du nicht philosophieren. Und solange ihr in der Werkleitung, ich sage ihr, keine klare Konzeption habt, da steigen wir nicht auf die Barrikaden. Die Partei ist kein Lückenbüßer. Na los, Franz, hier, kick mal. Bist du mal? Ja. So etwa muss es in der Hölle aussehen. Und was siehst du da? Dasselbe, was du siehst. Ich meine, als Fachmann. Wenn du das Tag aus, Tag ein, jahrelang machst, dann kriegst du einen wenigen siebten Sinn dafür. Du weißt doch auch, wo deine Bratkartoffeln gar sind. Naja, ganz so einfach ist es nicht, stimmt's? Du hast völlig recht, Franz. Entweder man hat's mir viel oder man hat's nicht, wa? Wie lange arbeitest du schon hier? 20 Jahre werden sie im Herbst. Davon 16 Jahre Düngerproduktion, bis sie den Betrieb hier umgestellt haben. Und was machst du jetzt? Das ist eine Probe. Ich muss jede Stunde ins Labor. Du hast denn vorher gearbeitet? Vorher? Hab ich den Betrieb aus den Trümmern gebuddelt als junger Spund. Hab nichts gelernt. Muss es kalt werden. Und eigentlich zur See fahren, dann wäre ich beinahe noch zur Front gekommen. Dann war ich Neubauer. Aber nur kurze Zeit, das war nichts für mich. Allein mit einer kranken Mutter. Und dann war ich Erfasser. Erfasser? Ja, Erfasser auf dem Lande, von den Bauern das wegholen, was die in der Stadt zum Leben brauchen. Das war ein Scheißspiel. Dann war ich Instrukteur bei der MTS. Tage und Nacht mit der Armwurfachse. Und dann war ich Bürgermeister. Bürgermeister? Ja, Bürgermeister war ich auch mal. Im ganz kleinen Kaff, aber wir hatten die erste LPG im Kreis. Dann habe ich Ärger gekriegt, weil ich zu viel Tempo gemacht habe beim Eintritt in die Genossenschaft, knapp am Parteiverfahren vorbei. Na gut, habe ich gesagt. Gehe ich wieder in die Stadt zurück, wenn ich auf dem Dorf nicht tragbar bin. Na ja, seitdem bin ich hier. Und, bist du zufrieden? Na, merkst du das nicht? Ich habe in meinem Leben nie mehr gewollt, als ich erreichen konnte. Aber das, was ich gemacht habe, das habe ich mir nicht leicht gemacht. Das war überall so, wohin mich die Partei geschickt hat. Das ist er, unser Bühnenfranz. Wir verkehren hier in besten Kreisen, mein Lieber. Held der Arbeit hier oben. Verdienter Aktivist. Aktivist 1, 3, 4, 5. 6-mal Kampfgruppenorden. Ehrennadel der DSF. Brigade der sozialistischen Arbeit x-mal und... Na komm, mach nicht so blind. Ja. Warum nennt man dich eigentlich Bühnenfranz? Das da draußen ist meine Bühne. Die Ofenbühne. Den Spitznamen, den hat mir so ein junger Dachs verpasst, gleich zu Anfang. Der blieb nicht lange bei uns, der kam bald zur Armee. Ich sag nur so, mach's gut, Junge, und vergiss deine alten Kumpels nicht. Und der schrieb, regelmäßig noch von Moskau, von der Akademie her, an Bühnenfranz und Kollegen. Feiner Kerl, der Wolfgang. Das ist heute im Ministerium. Aber du hast sicher mehr Orden. Ja. Wenn Sie mich fragen, wofür, dann sage ich immer für mein Gesamtwerk. Die
Die beiden Künstler. Gefällt mir. Darauf kommt es doch an, oder? Das hast du gut gesagt. So ist es doch. Kann doch nicht jeder große Erfindungen machen oder jemand aus dem Wasser ziehen. Aber sein Leben lang ordentlich arbeiten, das kann jeder. Und immer ein bisschen an alles denken, kann auch jeder. Und dann hast du sogar noch Zeit für deine Kanäle. Ich habe manchmal gedacht, was wäre denn Franz, wenn du ein großes Tier geworden wärst? Minister oder so. Wäre ulkig, was? Minister mit Karnickel. Siehst du, sage ich mir dann immer, kann gar nicht jeder Minister werden, schon wegen der Karnickel nicht. Züchtest du? Und ob? Jede Menge. Und was für Apparate? Wie siehst denn du eigentlich die Schwierigkeiten im Betrieb? Jahrelang hatten wir große Probleme. Und seit einem Jahr hatten wir keine Qualitätssorgen mehr. Im ganzen Betrieb bessere Stimmung, verstehst du? Und da haben wir uns wohl zu wenig gefragt, warum wir plötzlich Qualität produzieren und vorher nicht. Ich meine jetzt auch wir als Parteiorganisation. Wir waren wohl zu sorglos. Jedenfalls haben wir jetzt wieder Schwierigkeiten. Wieso eigentlich? Na, antworte mal, wenn du selber 1000 Fragen hast. Willst du eine? Danke. Und Kühl hat der Steuer herumgerissen. Ja. Seit der eingesetzt wurde, hatten wir keine Qualitätssorgen mehr. Und plötzlich sind sie wieder da? Wie der Blitz aus heiterem Himmel. Also deshalb soll ich nichts schreiben. Morgen gehe ich zu Kühl. Jetzt wird's doch noch interessant bei euch. Ich würde dich rausschmeißen. Das hat Kühl schon versucht. Ich rede nicht für den Betriebsdirektor. Ich rede für jeden, der hier im Betrieb arbeitet. Wir können doch nicht irgendwas in der Zeitung lesen, von dem hier noch keiner weiß, weshalb und warum. Natürlich nicht. Na, dann hau nicht auf den Putz. Darf ich mir trotzdem mal deine Kaninchen ansehen? Aber immer. Falkenweg 42 wohne ich. Und nochmals herzlichen Dank. Wir können nun nach der Generalreparatur planmäßig anfangen. Und das, wie abgemacht, für 2 schlaflose Nächte. €1000 durch 5, für jeden €200. Dafür kann man schon mal aufbleiben. Ihr seht müde aus. Ist ja kein Wunder, wenn man 2 Nächte nicht geschlafen hat. Na, die Schicht bald geschafft? Die haben es Gott sei Dank auch bald geschafft. Von Arbeitsschutz halten sie wohl nicht viel, Chef. Gönnst ihnen wohl die Prämie nicht. Versteh gar nicht, dass ihr so mit dem Geld rumschmeißt. Außergewöhnliche Umstände, außergewöhnliche Maßnahmen. Dass eine Ofenreparatur was Außergewöhnliches sein soll, habe ich auch noch nicht gewusst. Du kannst reden, was du willst, ich mach das nicht. Dass du das nicht begreifst. Wenn wir die Sondergenehmigung für die volle Menge beantragen, wird hier der Teufel los sein. Willst du das? Du willst für 150 Tonnen beantragen. 500 Tonnen minderer Qualität haben wir liegen. Und wir haben Lieferrückstände. Es bleibt sich also gleich, ob wir deswegen zur Verantwortung gezogen werden oder wegen schlechter Qualität. Das habe ich mit Gronau klargemacht, als wir die 50.000. Tonne verabschiedeten. Er nimmt die 350 Tonnen als erste Wahl. Das hast du mir ja gar nicht gesagt. Wenn man den Kopf so voll hat wie ich, kann man auch mal was vergessen. Jetzt mache ich wieder einen Fehler. Jedes Mal denke ich, es ist das letzte Mal. Also klar, du beantragst für 150 Tonnen. Ja. Es ist doch nicht für uns, für mich oder dich. Haben wir was davon? Haben wir uns um einen Pfennig bereichert? Es ist doch für den Betrieb, damit man sich nicht schämen muss, hier zu arbeiten. Damit Geld in den Fonds ist, dass in Ruhe gearbeitet werden kann und nicht eine Kommission der nächsten folgt. Und damit der Direktor als erfolgreich gilt, nicht? Das ist doch nur eine Nebenwirkung. Kühl, den Transportmeister bitte. Wenn alle so arbeiten würden. Nur Schund, aber Gütezeichen. Du musst nicht immer so schwarz sehen. Ja, Kühl. Versuchen Sie für den Anfang der nächsten Woche die doppelte Anzahl Waggons von der Reichsbahn zu bekommen. Ja, wir müssen das Zeug endlich vom Hof kriegen. Sagen Sie mir Bescheid. Danke.
Pünktlich wie die Maurer. Wie die Reporter. Schön heißt es hier. Gefällt's dir? Mhm. Komm mal mit. Donnerwetter. Na? Guck mal den hier. Der Häsin. Schönes Tier, was? Mhm. Ja, bleib mal so. Hier kannst du vom Fußboden essen. Und das ist jeden Tag so und nicht wie bei uns im Werk. Nur wenn eine Delegation kommt. Aha. Nimmst du es mal hoch? Na komm. Hab wohl oft Delegationen. Es reicht. Drehst dich mal ein bisschen. Heute war bei euch auf der Bühne auch Besuch. Hab's von weitem gesehen. Das war keine Delegation, das war eine Kommission. Einer von den Maurern, die unseren Ofen repariert haben, liegt im Krankenhaus. Ist im angetrunkenen Zustand vor den Zug gelaufen. Und man gibt euch dafür die Schuld? Sie haben wegen der Zielprämie 24 Stunden hintereinander gearbeitet. Da verträgt der stärkste Mann nichts mehr. Nein, Kühlzaut möchte ich nicht stecken. Dafür trägt er doch die Verantwortung. So ist es. Ich denke, er hat den Betrieb nicht im Griff. Er ist unzufrieden. Mit sich und mit allem. Bist du denn immer mit deiner Zeitung zufrieden? Oft nicht. Und warum machst du sie nicht besser? Das hängt doch nicht allein von mir ab. Wisst ihr? Das kann Kühler von sich sagen. Jeder kann das von sich sagen. Und wovon hängt es nun ab? Von vielen Umständen. Und wer bestimmt die? Alle Mitarbeiter. Wisst ihr? Und da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Nee, rausreden geht nicht. Wir müssen schon Farbe bekennen. Prost. Prost. Sag mal, was passiert eigentlich, wenn euer Konzentrat schlechte Qualität hat? Was dir passiert, wenn du statt Wodka Prima Sprit trinkst? Das kann ja tödlich ausgehen. Bei unserem Zeug auch. Wenn von einem bestimmten Element mehr als so und so viel Zehntel, auch nur Hundertstel Prozent drin sind in unserem Zeug, da geht das Vieh langsam zugrunde. Aber die Futtermittelwerke verschneiden doch euer Konzentrat. Na ja, wie man aus Prima Sprit Eierlikör machen kann. Aber Prima Sprit hat immer die gleichen Prozente. Unser Zeug nicht. Und diese Schwankungen, die machen den Futtermittelwerken die Arbeit so schwer. Darum sind die Sondergenehmigungen auch immer mit Sanktionen gegen uns verbunden. Und wie sehen diese Sanktionen aus? 300 Mark weniger je Tonne. Zusätzliche Abführung von 40 Mark an Staatshaushalt. Und dazu noch die Vertragsstrafe. Da bleibt nichts mehr übrig vom Gewinn. Das ist ja ganz schön viel Geld. Noch nicht genug? Du rechnest wohl mit viel Ausschuss. Ich dachte, ich mache dir eine Freude mit ein paar Fotos zur Erinnerung. Du, ob du es glaubst oder nicht, zusammen mit meinen Viechern habe ich noch kein einziges Bild. Alles feiert und du musst arbeiten. Ach, ist nicht so schlimm, als im Auto zu sitzen und zu warten. Du hast doch recht. Was sage ich dir immer? Nimm dir was zu lesen mit. Das vertreibt die Zeit und es bildet. Hier, bitte. So ist es richtig. Wenn es ans Essen geht, wird er munter. Auch ein Stück? Ja, bitte. Mit Brot? Nein, danke. Du bist so ruhig, Junge. Ja. So kenne ich dich gar nicht. Wie läuft's bei dir? Bei uns läuft es so gut, wie es bei euch läuft. Ihr habt Lieferrückstände. Trinken wir es mal. Ja.
150 Tonnen liegen für dich bereit. Einmal noch musst du sie ohne Sondergenehmigung nehmen, dann sind wir aus dem Schneider. Das glaubst du doch selber nicht. Ehrlich. Heinz, ich konnte deine Situation verstehen, deshalb habe ich dir geholfen, in deinem Betrieb auf die Beine zu kommen. Aber einmal ist Schluss. Es ist das letzte Mal. Wir haben dort auch unsere Ökonomie. Wenn ich euer Zeug ständig verschieden verschneiden muss, das kostet mich doch bares Geld. Ich verzichte auf den billigeren Preis, zu dem ihr verpflichtet wäret. Ich rechne keine Vertragsstrafe an und obendrein habe ich noch mehr Arbeit. Wenn ich das einem in meinem Betrieb erzähle, der muss mich doch für kriminell oder für saublöd halten. Ich kann doch keine Menschen erzählen, bloß weil wir beide alte Kumpel sind, spielt mein Betrieb den Samariter. Ja, muss ich eben sehen, wie ich zurecht. Keine bilateralen Verhandlungen. Heute ist keine Direktorenberatung. Komm, wir tanzen. Steht nicht herum. So erfindet sich kein Grund, ein bisschen zusammen zu feiern. Darf ich bitten? Gerne. Wir werden kein Paar werden, fürchte ich. Zulieferer und Finalproduzenten sollten immer ein Paar werden. Und Direktoren ganz besonders. Was bleibt denen weiter übrig? Die können nicht einfach auseinanderlaufen, wenn es nicht klappt. Du hast wohl schlechte Erfahrungen? Du etwa nicht? Ehrlich nicht. Seit er Chef ist, hat es aufgehört mit den ewigen Sondergenehmigungen. Und du hast nicht manchmal ein Auge zugedrückt? Wofür hältst du mich? Warum fragst du eigentlich? Na so. Ich dachte, wir sind Freunde. Das dachte ich auch. Aber du hast mich belogen. Nicht alle drei Abnehmerbetriebe haben deinen Ausschuss bekommen, sondern allein wir. Und du hast den Retter deines Betriebes gespielt. Und du hast die Bungalows für Pimperlinge gebaut. Habe ich das finanziert oder wer? Das stimmt, dass ihr mehr bezahlt habt als wir. Aber ihr seid ja auch der größere Betrieb. Allerdings wusste ich nicht, dass es Schweigegelder sein sollten. Das ist also dein letztes Wort. Du nimmst die 350 Tonnen nicht. Ja. Es sei denn, du hast eine Sondergenehmigung. Ich kann es dir nicht verübeln. Du musst die Lieferrückstände glatt machen. Ich weiß. Ich kann dir nur raten, im Kombinat klar zu sagen, wie die Lage ist. Auf mich brauchst du dabei keine Rücksicht zu nehmen, weil ich eine Zeit lang mitgespielt habe. Das war falsch. Ich weiß das. Und ich verantworte das. Tja, dann lass uns noch eine trinken, wenn du es schon eilig hast. Und die Landwirtschaft soll dürsten? Ich muss fahren. Mach's gut. Wiedersehen. Na dann, auf deinen Wohlkampf, Vorsitzender. Prost. Ist euer Trockenwerk schon fertig? Wir? Produzieren schon lustig. Pellets. Zwar nicht so nah für euer Zeug, aber immerhin. Könnte man abhelfen. Du könntest was abzweigen? Vielleicht. Wie viel? Verkraftest du 350 Tonnen. Du nimmst mir auf die Schippe. Ich muss meine Lagerbestände leer kriegen. Hast du Überplanbestände? Frag nicht zu viel. Was ist? Die Sache hat doch einen Haken. Dass du alles als erste Qualität nimmst. Obwohl es gar keine ist. Besser als nichts. Kronau sagt, du hast Lieferrückstände. Das lass mal meine Sorge sein. Wir können euren Preis sowieso nicht bezahlen.
Dann vergiss unser Gespräch und lass uns noch einen trinken. Was man so gehört hat, ihr wart doch aus dem Schneider mit euren Qualitätssorgen. Das stimmt. Aber manchmal kann auch was schiefgehen. Das kann passieren, ja. Und wie kommst du raus? Weiß ich noch nicht. Was hast du denn? Ich kann nicht mehr. Willst du mir das nicht erklären? Komm, wir gehen aufs Boot. Du frierst doch. Rubik weiß alles. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Ich habe es geahnt. Du hast durchgedreht. Hoffentlich gibt dein Gerechtigkeitstipp jetzt Ruhe. Dir ist doch klar, dass das Ende ist. Wir können gehen. Jetzt kannst du grübeln nach Herzenslust. Wie kann man in deinem Alter bloß so naiv sein? Hör mir doch erst mal zu. Ist doch alles klar. Brauchst dein Geständnis doch bloß noch schriftlich zu formulieren, wenn du es nicht schon getan hast. Ich habe nichts gestanden. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Böhm war bei Isolde. Na und? Er hat sie gefragt, warum sich die Qualität verschlechtert hat. Wieso verschlechtert, fragt Isolde. Unsere Proben haben seit eh und je die gleichen Werte. Nur, dass ich sie jetzt doch eintragen darf. Früher hat das immer die Chefin gemacht. Da stolpert man über so eine dumme Labormaus. Das gibt's nicht. Und dieser Böhm? Was hat Robert damit zu tun? Der hat sich eine Stunde später alle Laborbücher bringen lassen. Und du hast sie ihm rausgegeben? Was sollte ich denn machen? Es ging alles so schnell. Isolde war gerade bei mir gewesen, hat mir erzählt, was sie Böhm gesagt hat. Dann hat der Parteisekretär also jetzt die Bücher, wo mit Bleistift hinter den richtigen Werten die offiziellen stehen? Ja. Du bist ein Schaf. Ich hab dir gesagt, es... Hör auf! Was bist du bloß für ein Mensch? Du willst Karriere machen um jeden Preis. Alles ist dir gleichgültig. Ich, auch der Betrieb. Hauptsache, du bist erfolgreich. Eigentlich müsste man sich freuen, dass du endlich die Quittung bekommst. An deiner Stelle würde ich an mich selber denken. Du glaubst doch nicht, dass du so ohne weiteres davonkommst. Wenn du wüsstest, wie egal mir das ist. Wolltest du nicht noch den Beitrag über den Parteisekretär diktieren? Ich bin noch am Überlegen. Kommst du heute Abend mit ein Bier trinken? Hey, kommst du mit oder gehst du wieder in deinen Betrieb? Ich fürchte fast, das lässt sich nicht vermeiden. Bist du böse? Was würde mir das nützen? Ich zeig dem Parteisekretär den Artikel nochmal. Außerdem muss ich die Isolde trösten. Die denkt wahrscheinlich, die ganze Aufregung ist dadurch entstanden, weil sie sich verplappert hat. Stimmt doch auch. Na sicher, die ganze Sache wäre später rausgekommen, aber geplatzt wäre sie so oder so. Wird kühl gehen müssen? Ich schätze, eine Sekretärin braucht der vorerst nicht. Sie haben mir nichts Neues erzählt. Ich habe die Bücher gesehen. Ich frage mich nur, warum Sie es getan haben. Ich liebe ihn. Und er? Ich glaube, er liebt nur sich. Sein Ansehen, Erfolg, Besitz. Ohne Sie hätte er uns nicht betrügen können. Ja, ich weiß.
Deshalb habe ich Sie hergebeten. Etwas spät, finden Sie nicht? Ach, Sie denken, es ist Berechnung. Er fällt und ich lasse ihn fallen. Warum soll ich Ihnen das unterstellen? Das wäre logisch. Logik und Liebe. Die gehen selten zusammen. Leider. Ich bin schuld. Ich habe die Werte gefälscht. Jetzt denken Sie, ich müsste Ihnen widersprechen. Ich müsste sagen, Sie seien blindlings hineingeraten. Aus Liebe, die alles entschuldigt. Finden Sie nicht, er wollte den Erfolg und Sie wollten den Erfolg reichen? Ja, so war das. Hast du gut gesagt? Was? Na hier, er war immer ein Roter, obwohl er weiße Wiener züchtete. Gefällt mir, kannst du mir schenken. Du bist lustig, das will ich drucken. Kann ich dir nicht verbieten, aber wenn du mir einen großen Gefallen tun willst, dann lass das. Gegen kühl? Meinetwegen. Ich hätte es früher merken müssen. Hier! Schau doch mal hier rein. Schön, was? Aha. Behalt das in Erinnerung. Und was soll ich nun schreiben? Einen Gerichtsbericht vielleicht. Der Redakteur Horst Böhm schrieb einen Gerichtsbericht. Ein Vierteljahr später. Denn Franz Robeck, der Ofenmeister und APO-Sekretär, hatte als einziger im Betrieb geschaltet. Angeklagt waren der amtierende Betriebsdirektor Heinz Kühl und die Laborleiterin Waltraud Bergmann. Beiden wurde zur Last gelegt, durch falsche und unvollständige Angaben ernste Mängel in der Produktion des Werkes verdeckt und erhebliche, ungerechtfertigte wirtschaftliche Vorteile für ihren Betrieb erwirkt zu haben. Untersuchungen von Experten ergaben, dass der von Kühl geleitete Betrieb ca. 2.980 Tonnen minderwertiges Futterphosphat als TGL-gerecht geliefert und in Rechnung gestellt hatte. Was wäre passiert, hätte Heinz Kühl von vornherein mit offenen Karten gespielt? Zweifellos einschneidende finanzielle Folgen für seinen Betrieb. Denn je Tonne wertgeminderten Futterphosphats wären fällig gewesen, eine vom Amt für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung festzusetzende Geldsanktion abzuführen an den Staatshaushalt. Eine zusätzliche Gewinnabführung von 40 Mark an die zuständige VVB und schließlich eine Vertragsstrafe in Höhe von 8% des Preises an den Abnehmer. Solche Konsequenzen sind schmerzlich, gewiss, nicht nur für den Direktor eines Betriebes, sondern für das gesamte Kollektiv. Denn mit dem Gewinn schrumpfen auch der Prämienfonds, der Kultur- und Sozialfonds, der Investitionsfonds zusammen. Niemand beneidet einen Werkleiter, der in solch eine Situation gerät, der vor seine Arbeiter und Angestellten hintreten und erklären muss: Es tut mir leid, aber wir können in diesem Jahr nur die Hälfte der geplanten Prämien ausschütten. Doch die Stunde der Wahrheit ist doch oft schon der Prolog zum Erfolg. Wenn es der Leiter versteht, sachlich und ohne jede Illusion Bilanz zu ziehen. Wenn es ihm gelingt, das gesamte Kollektiv für die Überwindung der Schwierigkeiten zu gewinnen. Wenn er imstande ist, alle notwendigen ökonomischen und technischen Schritte unverzüglich einzuleiten. Heinz Kühl entschied sich für den leichten, den krummen, den kriminellen Weg. Was ist das für ein Wirtschaftsleiter, der die Qualität der Produktion seiner Bequemlichkeit opfert, der Prämien verteilt, die nie erwirtschaftet wurden, der Betriebsgewinn auf Kosten der Gesellschaft macht? Solche Straftaten haben auch eine moralische Seite. Und ich finde, man muss darüber nachdenken, ob sie nicht schwerer wiegt. Der Leiter eines Betriebes ist Beauftragter der Arbeiterklasse, mit großer Macht ausgestattet, aber auch mit ebenso hoher Verantwortung. Wo er scheitert, wo er gar strauchelt, wird Vertrauen enttäuscht, werden nicht selten Initiative, Zuversicht, Optimismus zerstört, die nur schwer wieder aufzurichten sind. Über diese seine Verantwortlichkeit hatte sich Heinz Kühl eigentlich
mit erstaunlich wenig Skrupel hinweggesetzt. Nicht einmal davor war er zurückgeschreckt, die Frau, von der er vorgab, sie zu lieben, in seinen unvermeidbaren Abstieg mit hineinzuziehen. Freilich ein paar Umstände haben diesem Kühl geradezu in die Hände gearbeitet. Das blinde Vertrauen im Betrieb, aber auch seitens der übergeordneten Kontrollorganisation. Die Bereitschaft des Abnehmerbetriebes, die Manipulation aus falsch verstandener Kollegialität mitzuspielen. Die Willfährigkeit der TKO-Leiterin und Laborchefin Waltraud Bergmann. Auch sie musste sich vor Gericht verantworten. Wenngleich Kühl sie zu den unwahren Berichten und den falschen Eintragungen in das Laborbuch angestiftet hatte. Kein Zweifel, die Liebe zu diesem Mann hat diese ansonsten durchaus gewissenhafte und korrekte Frau in den Konflikt mit dem Gesetz hineingetrieben. Bei der Strafzumessung wurde zugunsten der Angeklagten Bergmann auch die Tatsache gewertet, dass sie es mehrfach, wenngleich vergeblich, versucht hatte, ihren Partner zur Beendigung der gemeinsamen Straftat zu bewegen. Beim Festsetzen der Strafe gegen den Angeklagten Kühl fiel maßgeblich ins Gewicht, dass es ihm bei seinen Straftaten nicht um persönliche Bereicherung gegangen war. Das Gericht verurteilte den Angeklagten Heinz Kühl wegen Falschmeldung und Vorteilserschleichung gemäß § 171 Strafgesetzbuch auf Bewährung. Für den Fall der Nichtbewährung wurde ihm eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren angedroht. Kühl wurde zudem auf disziplinarischem Wege seiner Funktion enthoben. Die Angeklagte Bergmann verurteilte das Gericht wegen desselben Delikts ebenfalls auf Bewährung. Die ihr für den Fall der Nichtbewährung angedrohte Freiheitsstrafe wurde auf 1 Jahr festgesetzt. Verantworten musste sich auch Kollege Gronau, der Leiter des Abnehmerbetriebes, für die von ihm zu vertretenden Rechtsverletzungen. Laxheit gegenüber der sozialistischen Gesetzlichkeit ist in unserer Volkswirtschaft leider noch keine Seltenheit. Und ganz gleich, ob die wirtschaftliche Rechnungsführung, der Arbeits- oder Brandschutz auf die leichte Schulter genommen wird. Es kostet uns jährlich Millionen. Bereits im Jahre 1918 betonte Lenin, dass die unbedingt aktive, disziplinierte, freiwillige Durchführung der Vorschriften und Anordnungen notwendig sei, damit der Wirtschaftsmechanismus wirklich so arbeitet wie eine Uhr. Lenins Wort in das Ohr manches Wirtschaftsfunktionärs. Guten Abend.